Er zieht weg! Was ist denn bei dir los? Ich war rechts und er zieht nach rechts, weißt du? Und dann überrundet er ihn so, dass er vor mir wegkommt. Eieiei. Dose fährt hier schon harte Kampflinie. Aber ich genau, bin wieder da. Den Renault einfach weg. Genau. Hab ich gemacht. Gott, gelb. Wow! Wie spät bremst du? Ich glaube, ich habe gerade unter Gelb überholt, aber es hat keiner was gesagt bisher. Dann hast du ja auch nicht bei Gelb überholt. Das hat keiner gesehen. Ganz einfach. Ich bin direkt an Dose dran, ey. Dein Arsch ist sowas von auf Grundeis, ne? Und jetzt schön DRS. Und da ist er kurz neben der Strecke. Dann seid ihr ja gar nicht so weit weg von mir. Da war ich kurz neben der Strecke. Du auch? Nö, aber du bist mir direkt fürs Auto gefahren. Ja, echt? Ja, aber alles gut. Du musst mich ja abfacken. Oh, super, jetzt habe ich das ganze Pulk vor mir hier in der... Ja, das haben wir auch. Oh, nee. Junge, fahr! Oder gib mir DRS, jawohl. Hast du auch DRS? Ja, ne? Oh, du musst ihn noch überrunden, das ist gut. Hat er ihn kassiert? Weil sie alle DRS haben. Oh, super. Hattest du keinen Unfall vor mir? Ja. Oh, da steht einer mitten auf der Straße. Ah, Birkenberg war das, glaube ich. War ich kurz durchsichtig. Unerlaubtes Überholen, meine... Alter, gib den Platz wieder zurück. Was denn für ein Platz? Ich habe überrundet. Ey, ohne Witz. Was ist das? Ey, was ist denn? Nee. Bist du also immer noch komplett hinter mir? Klar. Was ist denn da bei dir los? Geh mal weg hier. Aber wie hat mein Typ gerade gesagt? Der Kollege hinter dir hat eine Zeitstrafe. Ja, das stimmt. Mit ihm. Dann kämpft man nicht mit mir. Ja, ich lass dich einfach davonziehen. 5 Sekunden. Genau. Vorsprung kriegst du. Genau. Passt schon. Hökenberg. Hast du den Kollegen eigentlich jetzt wieder vorbeigelassen? Poppy? Ich? Ja, muss ich ja. Und dann wieder überrundet, oder ja. Was? Ja, na klar. Oh, ich glaube, ich bin gut von Dose weggekommen hier. Ja, mit den frischen Reifen hast du, glaube ich, jetzt den Vorteil gehabt, dass du besser wegkommen kannst. Und DRS hatte ich auch. Hattest du DRS? Nö, in dieser Runde nicht. Oh, na dann. Jetzt ist der McLaren wieder. Na, ist ein Foss India, den Perez vor mir. Wer war da neben der Strecke? Schon wieder gelb. Da war auch wieder einer neben der Strecke. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich glaube, beim Überrunden oh. Ich gehe immer so ein bisschen. Ey, da steht der quer auf der Straße, ohne Witz. Ja. Aber bisher ist einer aus dem Rennen ausgeschieden. Man wird gar nicht mitgekriegt, wer das war. Nee. Wie viele haben wir jetzt eigentlich schon überrundet? Keine Ahnung. Müssten wir gleich fertig sein, oder? Der nächste da vorne müsste Hamilton sein. Echt? Ist das schon der vierte? Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe gerade den fünften überrundet. Überleg mal, das komplette Fahrerfeld überrundet. Und dann überrunde ich noch Poppy gleich. Ja, genau. Und dann Dose als nächstes. Weil ich fahr durch auf Weiß. Überrunde dich doch am besten selbst noch. Das mache ich dann auch noch. 4 Sekunden auf Poppy schon, auf Dose schon wieder. Was hast denn du gemacht, Dose? Was? Box. Du solltest vielleicht mal boxen, oder? Ist er doch gerade. Ach, ist er gerade? Ja. Ah. Ich krieg jetzt eine alternative Strategie angeboten. Geh ich überrunde jetzt gleich Hamilton. Hamilton überrundet. In Runde 14.
wirst das Vergnügen mit Sicherheit nochmal haben. Mit Hamilton, meinst du? Ja. Meinst du? Na, theoretisch schon, wenn du in Runde 28 nochmal rankämst, keine Ahnung, jetzt so rein hypothetisch gesehen. Doppelüberrundung. Ja, wenn eine Maßnahme, dann ja, stimmt. Dann stell ich das jetzt für Monaco gerade. Dose fährt auf Haas. Das heißt, er will wahrscheinlich durchfahren. Oder? Ehrlich gesagt, laut eurer Strategieeinstellung am Anfang habe ich sogar noch einmal Soft am Ende. Also mal gucken, ob ich das noch fahre oder wirklich sein lasse. Weiß es nicht. Also mir wurde gerade schon angeboten, Runde 15 stoppen, hart und dann nicht mehr. Ich war mir noch zu unsicher und wollte es nicht riskieren. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Echt? Kam bei dir schon? Ja. Hä? Ich fahre immer voll durch die Trümmer auf der EA-Linie. Wann muss ich in die Box? Okay. Nur mal die Reifen ein bisschen im Blick. Wie sie alle ruhig sind, schwer konzentriert, ja, hallo. Ich bin froh, dass ich mal gerade niemanden vor mir fahren habe. Das ist schön. Ich habe auch gleich wieder die nächsten Überrundungen schon Platz. Also ich habe sie gerade schon auf dem Radar gesehen, glaube ich. Aber auf der Gegengeraden, von daher alles gut. Ich eiere gerade hinter Hamilton hinterher. Nice. Ja. Ich werde gleich mal was Verrücktes machen. Was? Rechts ranfahren und pinkeln gehen oder was? Wetter auf 10. Hab gehört, soll regnen. Ja. Plötzlicher Tornado. Wie es in Spanien schon mal so ist, weißt du? Ja, passiert regelmäßig. Hat man da öfters mal, ja. Problem ist, der Poppy muss auch noch einmal stoppen. Muss? Ja. Aber erstmal bist du vor mir, wenn ich jetzt stoppe. Bist du dir da sicher, dass ich noch muss? Ich hab mir die Nase jetzt kaputt gefahren. Jetzt fängt er an zu grübeln. Irgendwer? Was ist die Nase kaputt gefahren. An wem? Schön geradeaus gegen die Wand. Wirklich? Schon wieder Sekundenschlaf bei dir? Hä? Schon wieder Sekundenschlaf bei dir? Nee, gar nicht, aber... An welcher Wand hast du dir bitte die Nase abgefahren? Ja, da war so eine schöne Wand. Boxenzufahrt. Naja, genau, da links. Diese... Genau, wo man dagegen fahren kann. Uiuiui. Das Gute hast du gut gemacht. Ich komme vor Dose raus. Das ist sehr wichtig. Und wir haben noch einen zwischen uns. Trotz neuer Nase. Das ist dein Teamkollege überhaupt? Ja, es ist dein Teamkollege. Ja, das ist mein Teamkollege. Der Verstappen. Netterweise. Der sollte ich noch ein bisschen aufhalten, dann passt das. Und ich muss nicht mehr stoppen angeblich, aber da muss ich sehr reifenschonend fahren. Und sehr nasenschonend. Dadurch kann der Olli natürlich jetzt ein bisschen rankommen hier.
Boss Berkel, verzieh dich doch einfach, gib mir DRS und tschüss. Wo ist dein Problem? Hast du auch DRS? Nee. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Vermutlich war ich nicht im 1-Sekunden-Fenster von mir. Weiß auch nicht, wo der Messpunkt dafür ist, keine Ahnung. So eine weiße Linie, die irgendwo auf dem Boden ist. Ach echt? Ja. Christoph Daum würde sich freuen. Dann wäre die weiße Linie nicht mehr da. Vielleicht ist der auch der Publikum. So, ab geht's. 15 Runden, ne? Musst du nicht langsam auch mal boxen, Poppy? Theoretisch gesehen nicht, aber er zwingt mich schon dazu. Fügelt das Ding durch. Das ganze Lenkrad ist schon am Leuchten. Alles blinkt und leuchtet. Ja. Gut, wenn die Benzin leuchtet. Also man kann es nicht übersehen. Man kann es nicht übersehen, dass ich zum Boxenstopp muss. Hamilton, mein guter alter Freund. Lässt du mich mal kurz und knacke ich hier an dir vorbei. Wäre sehr nett. Und den hinter mir ein bisschen aufhalten. Dankeschön. Ciao, Kakao. Knacke ich vorbei, sah das bei dir aber auch nicht aus. Naja, aber wenn du dich jetzt in der Kurve abschießt kurz, dann passt das. Jetzt habe ich nämlich freie Fahrt. Das ist sehr gut. Und du hast DRS. Er ist extra noch langsam gefahren, damit er das DRS... Ich hab nicht mal DRS, das ist das Problem. Nicht? Dann hast du deinen DRS-Knopf doch voll und kaputt gemacht im Qualify. Flügel festgefahren. Du hattest kein DRS von Dings da? Hamilton? So, jetzt müsstest du gleich an mir vorbeigeflogen kommen. Hast du auch den Flügel kaputt gefahren? Ich nein. Aha. Nein, nein. Der macht nur Plan. Aber die Boxengasse, die dauert ja so Ewigkeiten. Na, die dauert ein bisschen. Wo bleibst du denn? Ja, ich komm schon noch. Keine Sorge. Ah, da kommst du, da kommst du, da kommst du. Ja! Er ist echt voll. Sag mal, heißes Duell. Ja, Alter, geil. Ja, ich kassiere dich aber gleich. Ich wollte erst die roten aufziehen, aber hab gedacht, nee, lass mal. Naja, ich hab Ultraviolett gerade auf. Ultraviolett, die sieht man gar nicht. Ja. Eigentlich müsste vor mir schon blau kriegen, so langsam wie der fährt. Muss ich ja doch noch um meinen ersten kämpfen hier. Du hast natürlich jetzt den Vorteil, du hast schon warm gefahrene Reifen, ne? Na, und ich hab DRS. Wird dir nur nichts nützen. Weil ich mich breit mache. Und sicher gerne Pfeifenmüsli von Breitmacher. Aber wenn ich gleich wieder DRS habe, was ich haben werde, definitiv. Ja, aber denk dran, die Boxenmauer kommt noch. Was für eine Box? Ich fahr doch nicht mehr in die Box. Oder? Oh, Poppy, was war da los? Rally. Rally. Hast du kurz den Ich wollte ein bisschen über Kurve drücken. Schön den Windschatten Erdgeiern hier. Und ciao, Kakao. Schönen Tag, ne? Wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen. Meinst du? Ja, meine ich. Beziehungsweise weiß ich. Pass auf, da liegt ein Teil. Das ist dein Auto, was da liegt. Nee. Dein Auto in der nächsten Runde, wenn du mir hinten drauf fährst. Oh, ich könnte jetzt so eine neue Nase verpassen. Ne? Einfach kurz, einfach ein bisschen herbremsen. Schon hat er eine neue Nase. Jetzt der DRS. Auf der kurzen Geraden hier bringt das eigentlich fast nichts, außer ein bisschen ranzufahren. Richtig. Ja, Mann, das ist schon gefährlich. Soll ich dich mal einschieben? Ja, ja, mach mal. Dann fahre ich vielleicht noch Bestzeit hier. Scheiße. Was ist los? Anschluss verloren. Nicht so gut da vorbeigekommen. Oh, auch noch am Driften, so ein Kack.
Fahren wir mal die schnellste, ne? Oh Mann. Ey. Oh komm, Bottas, bitte zieh dazwischen. Und er macht es. Natürlich nicht. Schade. Das wäre so gut gewesen, ne? Na, eigentlich hättest du direkt kontern müssen. Jetzt wird's schwer für dich. Das glaube ich nicht, Tim. Doch, du überrundest die nicht so gut. Ja, der vor mir fährt aber auch wirklich nicht von der Ideallinie runter hier. Warum sollte er? Ich verstehe auch nicht, warum der nicht zur Seite fährt. Der müsste doch schon längst die blaue Flagge angezeigt bekommen haben hier. Nein, da kommt er dran vorbei. Scheiße. Ist der echt rübergezogen? Nein! Nice. Macht oh, die neben da? Der Strecke. Was ist da los? Und gelb verursacht doch die hier noch. Ja, ja. Schön dran vorbeigefahren, ganz entspannt. Scheiße, ey. Komm, gib mich DRS. Ja, gibt er mir nicht. Schade. Ja, aber du bist auch nicht im Sekundenfenster. Nee, ich hab's auch nicht. Nochmal schnellste Runde, um 6000stel schneller gefahren. Nice, oder?